Hallöchen. Oh Gott. Alter. Herzlich willkommen zurück bei Sunkenland. Knarre raus. Wir gehen nach oben. Der nächste Angriff kommt. Ich war gerade noch dabei, die letzten Spikes zu setzen. Shit. Alter. Jetzt habe ich ihn endlich mal getroffen. Alter. Okay, ich brauche mal kurz. Ich muss mir mal was zum Heilen holen. Oh, und Verband. Brauche ich auch. Ich glaube, ich habe nichts. Doch, ich habe was da zum Heilen. Freunde, seid ihr besoffen? Warte mal, jetzt rasiere ich sie. Die haben mich überrascht, die Schweine. Ich glaube, den haben wir. Alter, scheiße. Oh, da habe ich zu schlecht geschossen. Jetzt wird's ernst mit den Angriffen, Leute. Es wird ernst. Einfach das Bett. Ich will zu Hause spawnen. Nochmal eine Heilung. Was machen wir? Was? Kurz die Rüstung reparieren. Knarre raus. Boah, es ist ätzend, dass das so dunkel ist. Oh, dringt irgendwelche Scheinwerfer oder so. Der ist tot. Der ist auch tot. Ich höre immer noch wen schießen. Stinker! Ist immer noch wer da? Was macht denn der Auto in meinem Boot? Ich glaube, der ist doch mein Boot. Ah, ne, der ist hier unten. Okay. Alter, Vater. Hier ist der letzte offene Spike, Leute. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ein Holz mal wieder... Oh, wie ist da Munition ein bisschen dabei? Ein Holz zu wenig mitgebracht habe von der Insel. Wo ich beim letzten Mal noch was geholt habe. Wir werden jetzt erstmal eine fette Runde reparieren müssen. Oh, es ist auch kalt. Aber erstmal will ich die Jungs hier abbluten, dass das Zeug nicht verloren geht. Und dann überprüfen wir mal nächsten Morgen die Schäden. Hier hinten noch einer. Ich glaube, dann haben wir erstmal alle. Aber ich sollte auch mal rein, es ist kalt. Ah, okay. Mit den zwei Spikes komme ich nicht mehr nach oben. Doch. Okay, ist ein bisschen tricky, aber geht. Kurz mal aufwärmen. Ich friere. Sehr gut, das sieht schon besser aus. Junge, habe ich schlecht geschossen. Aber kam die Nervosität dazu? Was willst du machen? Lohnt sich schlafen noch? Nee, ich glaube, die Nacht ziehen wir jetzt mal irgendwie durch. Wir können uns ja mit Essen noch mal ein bisschen aufpäppeln. Gönn dir erstmal was, was verdient. Schönes Stück Fisch auf dem Grill. Ich muss mir auch dringend mal wieder Heilung herstellen. So. Machen wir 10 Stück hier rein. Und dann essen wir mal ein Fischsteak. Junge. Und kein Hölster. Oh, scheiße. Nein, ich habe kein Hölster mehr. Ich muss mal zur hinteren Ruhe schwimmen.
Die hat doch auch noch was rumstehen. Das nehme ich jetzt mal kurz. Ja, wir bräuchten irgendwie noch ein bisschen. Obwohl, ich hätte mich einfach nur in die Mitte stellen müssen. Und meinen Sack muss ich auch noch looten. Jetzt muss ich nochmal probieren. Nein, nein. Also klar, hier geht's. Hier fehlt ja auch ein Spike. Aber das ist schon irgendwie tricky. Da muss ich mir angewöhnen, den Einstieg hier in der Mitte zu nutzen. Und die kommen da auch nicht hin. Also von daher ist das okay. Nur das müsste ich mir mal irgendwie kennzeichnen. Oder ich kann es an den Fischreusen ja erkennen, wo ich da reintauchen muss. So. Jetzt brutzel du mal durch. Das reicht für zwei Stücken Fleisch. Machen wir uns erstmal fresh. Also ich bereite mich noch mal ein bisschen vor. Und dann gucken wir uns mal nächsten Morgen die Schäden zusammen an. Kurzer Cut. Nach dem Stück Fleisch. Fisch. War trotzdem lecker. So, wir sind abreisefertig. Rüstung ist repariert. Ich habe noch ein bisschen was zu essen dabei. Die Flaschen sind aufgetankt. Das war ja was. Sind wir glatt mal gestorben bei einem Angriff. Das heißt, ein bisschen mehr Verteidigung bräuchten wir dann vielleicht schon. Jetzt ist die Frage, die Schule ist soweit abgehakt. Wir könnten uns jetzt mal... Ach komm, wir gucken gleich mal. Wir entdecken vielleicht mal die beiden Spots nochmal eben. Der Angriff ist ja soweit durch. Ich weiß gar nicht, habe ich noch was im Boot? Müsste ich das mal ausladen? Wir könnten mal gucken. Ach, das sehe ich so nicht, ne? Da brauche ich den Hammer. Na gut, dann machen wir das, wenn ich wiederkomme. Munition ist relativ abgefressen jetzt, ne? Habe ich da noch irgendwie was? Lass mal gucken. Dass ich vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen kann. Lass mal kurz auch mal nach dem Hammer schauen. Ach, da war noch was drin. Dann nimm die nochmal mit. Ja. Hast du hier noch was? Hier ist nur Schrotmuni drin. Wir könnten uns nochmal neue herstellen. Dann müsste ich aber nochmal kaputte taktische Weste. Kaputte Armeeweste. Müsste ich nochmal Metall schmelzen. Taktische Weste. Oh, die ist aber nicht schlecht. 10 Baumwolle? Warte mal. Haben wir da schon irgendwelche Samen nicht gefunden? Hier hast du die. Jo, 7 Baumwollsamen. Dann würde ich sagen, wir pflanzen mal oben Baumwolle an. Dann können wir gleich mal das Holz von unseren ersten ausgewachsenen Bäumchen. Ich hoffe, die sind fertig. Sieht fast so aus, ne? Haben wir gleich ein bisschen Holz. Oh, jetzt habe ich gleich irgendwas angepflanzt hier beim Aufsammeln. Ja gut, ist aber richtig. Wir wollten ja Baumwolle machen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass du jetzt nicht gleich da was reinstopfst. Und wir nehmen jetzt mal gleich alle weg. Um mal zu checken, wie viel Holz hier so eine Fuhre bringt. Also mal ein bisschen hacken. Upsi, nicht das Beet kaputt hacken, bitte. Das ist ein bisschen unübersichtlich zum Abfahren. Nein, ich will das so. Da ist noch einer. Okay, das sitzt ein bisschen kacke. So geht's. Das ist ja ein Krampf. So, ist erstmal aber weg. Dann lass mal hier die Baumwolle reinpacken. Dass wir da mal was bekommen, dass wir uns dann demnächst mal diese Alter Armeeweste machen können. Ja, erstmal wieder alles reingepflanzt, aber ist ja auch egal. Wolltest es ja eh an anpflanzen. So.
Der letzte. Dann haben wir es geschafft. Oh Gott, ist das tricky. Ja. Hit him. Sehr gut. Aber ja, kein Ding. Das meine ich mal, aber ohne euch. So. Hast du noch? Ja, hast du noch. Ja, ich pflanze dann. Baumwolle haben wir drin. Jetzt haben wir den Rest Bäume noch gemacht. Dass wir wieder einen kleinen Holznachschub kriegen. Ist hier irgendwas runtergepurzelt? Nee, ich habe alles. Alles in der Tasche. Ja, okay. 45 Holz, 46 quasi. Da kann ich mit leben. Das lohnt sich jetzt schon ein bisschen. Hast du hier noch Holz drin? Ne, ist schon durchgebrutzelt. Okay. Gut. Dann, viel Ausdauer ist nicht mehr da, aber eine kurze Tour können wir auf jeden Fall nochmal machen. Wir entdecken mal, was es da gibt. Schaffen wir sowieso nicht in einer Runde, das alles abzulooten, was an den Spots rumfliegt. Ja, wir fahren mal hier oben hin. Bisschen hier rüber. So. Habe ich nicht in meine Truhe im Boot geguckt, ob da noch Platz drin ist, also ob ich die ausgeräumt habe. Spawnen die eigentlich irgendwann nach auf den Inseln? Oder bleiben die leer? Ne, du musst nach links. Da wolltest du hin. War das mit den Richtungen, ey? Ich meine, auch wenn mir ein Kompass nicht viel nützt, weil ich einfach blind bin und orientierungsmäßig schwer benachteiligt. Aber zumindest mal eine Anzeige, in welche Richtung man fährt, würde vielleicht sogar mir helfen. Die Polizeiwache. Das muss ja dann hier. Ah ja, komm, ein kleines Stück fährst du noch. Oh, da sind ein paar Haie. Ah, hier ist doch ganz gut. Guck mal, wie viele Polizeiautos da rumstehen. Okay, wir müssen erstmal die Haie weg. Wegbürsten. Auf geht's. Oh, zwei Stück, ey. Jungs, beruhigt euch. Aua. Oh, scheiße. Zwei ist natürlich echt blöd. Ja, hab ich. Der ist kaputt. Der schwimmt im Kreis. Oh, scheiße. Meine Ausdauer. Wo ist er? Oh, so ein Drecksack. Kommen Sie ran. Schon wieder leichte Panik aufgekommen. Stich ihn ab. Ey. Ey, was ist denn mit dem? Der ist ja mega robust. Jetzt aber. Oh, Gott sei Dank. Nein, ich blute. Schnell so ein Unterwasserverband. Uiuiui, ui, ui, halbe Leben weg. Okay, Belohnung. Boah, Polizeiautos gibt da immer coole Sachen. Jo, Waffenteile. Pistolenmuni. Ey, richtig gut. Geht mal lieber schnell her. Wie sie mir wieder am Helm rumgeknabbert haben, die Eier. Jedes Mal. Wie so ein Lolli. Weißt du? Der Hai-Lolli. Boah, 26 Patronen, Waffenteile. Mega nice. Was war denn das?
Ist hier noch ein Ei? Ne, das sind hier die... Das sind unsere Schwertfische, die machen nicht viel. So, kleines Foto, dass ich weiß, wo ich war. Dann, ja. Sollte ich jetzt ausladen und dann den restlichen Sauerstoff nutzen, um mal ins Gebäude zu gehen? Ja, ein bisschen Platz hätten wir an sich noch. Ja gut, dann nehmen wir uns eine Flasche auf. Für den Innenbereich. Oh, guck mal. Schön ein bisschen chemische Substanz. Sehr geil. Schrottmetall ist ja auch schon wieder fast alle, dadurch, dass wir die Verteidigung aufgebaut haben. Hätte da noch eine kleine Idee für unsere Base. Ich würde gern über die Beete noch eine Etage bauen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ob die nach oben hin... Oh, jetzt Inventar voll. Ob die nach oben hin offen sein müssen? Ich sollte diesmal tatsächlich absichtlich mal die Farbe ändern. So, damit ich nicht die gleiche Farbe habe wie mein... Ah, oh, Gott sei Dank, ich habe mein Boot ausgeräumt. Sehr gut. In mein Heimatboot, damit ich nicht aus Versehen mal in die falsche Richtung schwimme. So, Haihaut. Weiß gar nicht, was lässt du denn hier? Sprit kannst du eigentlich auch gleich ins Boot tanken. Schmeiß mal die Munition rüber. So, das ist voll. Flasche brauchst du nicht. Eigentlich kannst du erstmal alles rüberladen. Wir sortieren dann hier oben. Den Hammer brauchst du ja auch dringend. So. Sehr gut. Okay. Dann lass mal in die Bude rein. Wenn wir irgendwo reinkommen. Ein Fläschchen ist ja noch da. Hier geht's rein. Jo, Waffenteile. Sehr gut. Cool wäre nochmal so der ein oder andere Bauplan vielleicht. Beziehungsweise so ein kaputtes Teil, das war uns mal eine neue Waffe vielleicht noch bauen können oder Rüstung. Oh, hier ist der Tresor. Oh, was ist das hier? Bauplan Jetski. Jetski. Meine Ausdauer ist natürlich eine Katastrophe. Wir müssen dann unbedingt pennen, wenn wir zu Hause sind. Oh, hier ist nochmal fette Truhe. Auch mal ein Bauplan, Jetski, wa? Ausdauer! Das hier sieht aus wie eine Waschmaschine. Sind wir die falsche Textur drauf gekommen, wa? Ich fürchte, ich bin gleich schon wieder voll. Ich bin voll. Okay, wir müssen raus. Vielleicht noch ein bisschen Sauerstoff da hätte, wenn ich jetzt hier wieder rausfinde. Ah. Um nochmal reinzugehen. So, was können wir denn aufeinander packen? Können wir mal ein paar Baupläne lernen. Jetski? Jetski. Oder beides dieselben, ne? Okay. Rauchloses Pulver haben wir nicht. Waffenteile können wir rüberpacken. Stoff. Motorradhelm.
Na gut, das ist jetzt nicht mehr so interessant. Das kann rüber. Das kann rüber. Holz. Glas, sehr gut. Na, das ist schon voll. Kaputte Maschinenpistole, die haben wir schon. Die wollte ich aber nicht bauen, weil die nicht so geil ist, leider. Sorry, also mehr sehe ich erstmal nicht. Da müssen wir jetzt so nochmal runtergehen. Doch, hier Munition. Ein Platz mehr. Sehr gut. Hm. Ja. Hier gibt es zwar noch jede Menge Krams. Aber zumindest kurz. Achso, warte hier, ne? So, zumindest drinnen nochmal was wegkriegen. Aber für alles wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. Hier war noch ein bisschen Benzin. Fisch nehmen wir noch mit. Hauptsache ich komme wieder raus. Das wäre mir am wichtigsten eigentlich. Oh, hier ist noch so eine Waffenkiste. Okay, jetzt macht mir die Ausdauer einen Strich durch die Rechnung. Spinnt? Munition nehme ich erstmal mit. Ich glaube, die Klamotten würde ich jetzt fürs erste Mal hier lassen. Oh, nice. Bauplan? Ja, nimm mit. Ich glaube, wir müssen langsam mal hoch. Wir haben auch nicht mehr so viel Leben. Jetzt kommt die Panik auf. Die Panik ist da. Ging es raus, ne? Hoch. Hoch, hoch. Hoch. Oh Gott. Puh, erstmal die moderne Lampe lernen. Moderne stand da nur. So. Ein Tuch kann noch rüber. Guck mal hier, ballistische Faser. Sehr wichtig. Wie viele Waffenteile stacken? Schrotmuni. Geil, das lohnt sich ja mega. Ich gehe nochmal kurz hier so ein Auto mitnehmen, damit wir später bei der zweiten Tour auf jeden Fall alles hier aufsammeln können. Nehme ich jetzt hier nochmal hier schon mal mit, wenn ich darf. Ja. Und da wird es tatsächlich Zeit, dass wir nach Hause kommen. Um rechtzeitig dann ein Schläfchen machen zu können. Ja, das Auto, da kannst du noch. Müde, du musst dich ausruhen. Ja, ich fahre doch gleich nach Hause. Hallo. Wer da oben steht, guck, was ich hier mache. Ich loote nur. Alles gut. Zu euch komme ich später. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen coolen Loot. Wir waren im zweiten Gebäude ja noch gar nicht drin. Da ist auch nochmal so ein kleines Hütchen. Aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich fahre nach Hause, mach mich klar. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Morgen wieder, ne? Vorbereitung brauchen wir uns jetzt nicht mehr zusammen angucken. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also Leute, bis gleich. So, kurz vor 6, Leute. Wir sind fast wieder am Spot. Hier irgendwo muss das ja gewesen sein. Ja, wir sind doch kurz davor. Ich bin gut ausgeschlafen, habe allerdings vergessen, meinen Helm zu reparieren, aber ich hoffe, die Haie sind nicht schon wieder da. Sind wir da? Ist hier irgendwo ein Hai? Ich glaube, die sind noch weg, hä? Na, Gott sei Dank, euer Glück. Das heißt, Tauchflaschen sind voll. Wir können jetzt mal den Rest des Gebäudes. Es ist aber noch ganz schön dunkel. Kann hier mal ein bisschen die Sonne und so? Jetzt muss ich kurz hier im Außenbereich noch was wegtauchen. Kann man hier was sehen? Wenig. Dabei sehe ich doch wieder die Hälfte. So, wir müssen hoch. Nimm sie halt mit.
Die Klamottis. Okay, das heißt, mehr war hier drin nicht, ne? Da ist eine Leiter. Ach, guck mal an. Aber raus kommt man hier nicht, ne? Ne. Das ist ja auch mies. Wenn die Luft mal knapp wird. Hä? Ach, da. Müssen uns vielleicht doch mal diese Stirnlampe zulegen. Nee, also hier haben wir alles, würde ich sagen. Hier sind ein paar Muscheln. Die würde ich ja schon mal einstecken. Ja. Wir gucken uns nochmal das andere Gebäude eben an. Ja. Schon mal die erste Kiste. Nice. Flasche tauschen. Und was zum Abklopfen. Man kann es kaum sehen bei dem Gestrüpp. Aber es wird wenigstens ein bisschen heller. Maschine. Oh. Muss wohl die Küche gewesen sein. Der Aufenthaltsraum. Mit Futternapf. Da geht's noch mal einen hoch. Hier hast du alles. Ja. Oh. Nice. Hier nochmal ein fettes Ding und drüben nochmal eine Waffenkiste. Ach du Jemine. Das krieg ich gar nicht alles mit. Leute, wir müssen nochmal raus. Lass mal ausladen. Wo hast du geparkt? Da. Weg rüber. Ah. So, Truhe habe ich sogar ausgeräumt. Ich bin stolz auf mich. Ja, gut, die alten Klamotten. Oh ne, die nicht. Die hier. Klamotten rüber. Was sind das für Handschuhe? Wir haben noch gar keine Handschuhe. Na dann. Gönn dir die mal. Flasche. Pfeile brauchst du jetzt eigentlich gerade auch nicht. Kannst du ein bisschen mehr Loot mitnehmen. Und schon wieder ein Fernglas. Ich glaube, wir haben mittlerweile sehr viele Ferngläser zu Hause. Da sind noch Rotalgen. Die muss ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Bläst ja ganz schön was durch an Heilung. So, jetzt nehmen wir mal den Rest mit. Sehr schön ist die ballistische Faser. Die brauchen wir, ja. Um uns die nächstbeste Rüstung zu machen. Und noch mal ein paar Waffenteile. Oh, guck mal. Mal wieder Klamotten. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, die Gebäude haben wir durch. Jetzt mal nur noch mal ein bisschen im Außenbereich gucken. Da war die Rotalge. Da Gummi. Ich hatte auch irgendwo beim letzten Mal, als wir hier waren, schon mal einen Gummistapel angefangen zu looten. Flasche. Wo war denn das? Weiß ich nicht, finden wir gleich bestimmt, ne? Ja, ich glaube, wir kommen hier komplett durch. Was ist das hier? Das ist kein Erz, ne? Nee. Da. Der war es wohl nicht. Mal gleich mal gucken, wie viel Prozent wir jetzt haben. War hier noch was auf dem Dach? Nö. Da ist noch was. Hier noch eine Muschel.
hinterm Haus. Hier ist ein Kupfer. Oh, hier ist relativ viel Metall noch. Also Erz. Außenrum. Wie viel haben wir? 89. Okay, ein bisschen was fehlt tatsächlich noch. Aber wo? Hier ist nichts. Lass uns mal in Ruhe gucken. Im Außenbereich. Ja, da ist auf jeden Fall noch eine Alge, die du mitnehmen kannst. Ich habe doch nichts im Gebäude übersehen, oder? Hier kann ich nichts mitmachen. Ich schätze mal, die Luke ist hier drunter, die wir gesehen haben in dem Gebäude. Hä? Oh mein Gott, ich bin doch blind, hä? Na gut, ich finde ja nicht mehr den Reifenstapel, den ich angefangen habe abzubauen. Was ist denn das hier? Da kannst du nichts mitmachen. Hier ist auch soweit nichts. Wir müssen hoch. Vergiss nicht, dass der Sauerstoff schon wieder alle ist. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Also über 90 wollte ich schon, ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist normal immer das Ziel für so eine Runde. Aber er zickt ein bisschen. Noch blind, ne? Ich bin da. Okay. Sehr gut, das beruhigt mich. Wir sind über 90. Damit kann ich umgehen. Ja, dann haben wir die Polizeiwache auch erledigt. Ich würde auf jeden Fall mal auftauchen, auf jeden Fall. Guckt er wieder? Nee, er hat sich... Doch, ich glaube, der steht da hinten. Habe ich noch ein bisschen Platz? Ja. Ich würde auf jeden Fall noch ein paar Erze mitnehmen und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Dann soll es das gewesen sein für die Folge. Ach, guck mal, ey, hier gibt's schon so einiges. Ein bisschen Schwefel brauche ich eigentlich nicht so dringend. Ich klopfe mich hier noch ein bisschen durch. Bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal mit euch bei Sunkenland. Macht euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Macht gut. Heißen Erz. Yay. Es wird noch ein bisschen dauern.